Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinka-Küche. Heute bei mir in der Küche ist sehr laut. Hinter meinem Rücken brutzelt noch. Und da muss ich aufpassen, dass noch nicht verbrennt. Und heute mache ich so Chicken Nuggets, aber selber nicht gekauft. Und das geht wirklich schnell, aber wirklich schnell. Das Fleisch einfach in Stücke schneiden, den Teig zubereiten und frittieren. Fertig. Und dann habt ihr sowas so Leckeres. Das Fleisch ist so schön saftig und der Teig ist richtig knusprig. So lecker, frisch zubereitet. Nicht diese Pappteig, was da drumherum ist, wenn man das kauft. Lecker. Und dazu könnt ihr servieren, egal welche Soße oder einfach Ketchup. Wir haben genug Ketchup angekocht, kann man einfach Ketchup nehmen oder Currysoße nehmen oder Barbecue-Soße nehmen, Salzsoße nehmen. Wir haben so viele Sachen uns vorrat gemacht, kann man alles dazu servieren. Und wenn ihr Interesse habt, wie wird das gemacht oder wie ich es mache, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Aber jetzt muss ich schnell an meinen Topf und euch wünsche ich viel Spaß beim Video anschauen. Zuerst schneiden wir Hähnchenbrust in die Stücke. Ich habe ihn schon trocken mit Serviette abgetüppt und jetzt können wir in die kleinen Stücke schneiden, so wie es das für euch bequem ist. Ungefähr so. Gebe erstmal auf den Teller und mache erstmal den Fleisch fertig. So, mit Fleisch sind wir fertig. Und wie gesagt, ich möchte heute im Bierteig es zubereiten und deswegen werden wir erstmal Bierteig machen. Ich habe hier schon abgewogen das Mehl, gebe ich noch dazu Speisestärke oder in meinem Fall habe ich jetzt Kartoffelmehl genommen. Das ist fast das gleiche, nur einer aus Mais und der andere aus Kartoffel, aber Stärke ist Stärke. Dann brauchen wir noch ein Teelöffel für diese Mähne von den Backpulver und dann die Gewürze. Ich habe jetzt hier ein so ein Teelöffelchen Salz, halber Teelöffel Paprikapulver und etwas weniger als halber Teelöffel von den schwarzen Pfeffer. Und was könnt ihr noch dazu mal geben? Das ist ein bisschen von Kurkuma, aber es ist nach eurem Geschmack, nach eurer Wahl. So, trockene Zutaten haben wir miteinander verrührt. Und dann brauchen wir noch Bier. Bier am besten gleich frisch aufmachen geben, dass er noch Kohlensäure hat. Und brauchen wir ungefähr so 100 ml, messe ich mir ab. Der Teig soll sozusagen dickflüssig, nicht zu dünn, aber auch nicht zu fest sein. Ich glaube, etwas bisschen fest. Weil schaut, der fließt nicht, sondern so plüppt runter. Nur ganz minimal dazu geben und nochmal verrühren. So, jetzt sieht er gut aus, schaut er. Schön fließt, aber nicht dünn. Und jetzt können wir an den Herd gehen und unsere Chicken ausbacken. So, stellen wir auf den Herd ein Töpfchen und geben wir Öl oder Pflanzenfett, das was ihr nehmt zum Frittieren. Und machen wir es mal heiß. Und wenn wir jetzt ein Holzstäbchen reinmachen und sehen, dass es pluppert, dann ist das Öl heiß und können wir anfangen zu frittieren. Mache aber dann ein bisschen Hitze runter, dass es nicht zu schnell verbrennt. Und dann können wir schon unsere Stücke in den Teig reingeben, wälzen. Und ein heißes Fett. Von den Stücken nicht zu viel gleichzeitig reinmachen, dass die dann Platz haben zum Schwimmen. Und dafür könnt ihr dann besser die auch umdrehen. Wie habt ihr gemerkt? Den Fleisch haben wir nicht gewürzt, nur den Teig. Und werden frittieren ungefähr so 2-3 Minuten. Und gelegentlich auch umdrehen. So,
So, ein bisschen immer von unten so frei machen, dann können die besser schwimmen. Weil erstmal, wenn die da reinmacht oder umdreht, der klebrige Teig natürlich brennt an den Boden an, aber wenn man nur ein bisschen dran macht, dann löst er von dem Boden ab. Da können die dann besser schwimmen. Und lassen wir so richtig schön knusprig braten. Ich habe auch schon Schüssel vorbereitet. Und unten auf dem Boden habe ich ein Papiertuch drauf gemacht. Das überschüssige Fett kann dann hier abtropfen. Und unbedingt dann mit dem Deckel zumachen, dass die nicht so schnell abkühlen. Natürlich, wenn ihr gleich serviert am Tisch, dann könnt ihr portionsweise machen und am Tisch servieren, bis dass sie noch so richtig schön knusprig sind. Und immer wieder mehr umdrehen, dass die von beiden Seiten schön knusprig sind. So, es sind schon knappe 3 Minuten und jetzt können wir sie rausholen. Ich mag auch nicht, wenn die zu schwarz werden. Schaut, wie schön goldig sehen die aus. Wunderbar. Und so machen wir es weiter. Das geht wirklich so einfach. Und so schnell und schmeckt das frisch und viel besser als die gekauften. Kann man natürlich auch nicht unbedingt Bier nehmen. Ihr könnt auch Mineralwasser einfach mit Keulensäure nehmen. Oder Paniertier. Einfach in Ei und danach in die Paniermehl geht das auch. Aber mit Teig gefällt mir am besten. Schmeckt irgendwie besser. So, immer ein bisschen dann gleich unten anhacken, das Fleisch löst sich, besser zu sagen den Teig, und dann können die besser schwimmen. Ich habe auch extra nicht zu viel Öl reingemacht, dass ich dann nicht zu viel Restöl habe. Und so ein kleines Töpfchen für uns 2 Personen ist ausreichend. So, liebe Freunde, bis das jetzt das weiterbrät bei mir in die Pfanne, möchte ich gerne euch jetzt zeigen, wie sehen die aus. Schneiden wir jetzt einen auf. Hört ihr, wie knusprig ich die umfühle und wie schön sieht es aus. Mm. Dazu kann man servieren unterschiedliche Soßen, ob das hier einfach Ketchup nimmt. Ich habe jetzt mein Zucchini-Ketchup, aber ein bisschen mit Remoulade für mich. Und das will ich jetzt probieren. Sonst, wir haben auch ein leckeres mit Mango-Soße gemacht. Das passt so gut zu dem Hähnchenfleisch. Das probiere ich jetzt ein. Mm. Das Fleisch ist so saftig und diese drumherum umfüllen. Mm. Köstlich, liebe Freunde. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig. Es brät bei mir noch, aber ich werde schon auch Schluss machen. Es ist wirklich so einfach, so lecker, frisch zubereitet, ohne irgendwelche Zusätze. Wunderbar. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mit Packkräuter dem Fleisch auch würzen, aber ich würde kein Salz dazu geben. Vielleicht nur Packkräuter. Könnt ihr ausprobieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!